Hallo, wir schauen uns jetzt an, wie ein Laser funktioniert. Und dafür müssen wir uns erst nochmal anschauen, wie Atome eben Licht aussenden, weil es gibt hier eine zweite Art, die der Laser nutzt. Was wir bisher gelernt haben, ist die Spontanemission. Das heißt, wir haben ein Elektron, das in eine höhere Schale gehoben wurde. Hier ist das Grundniveau und das wurde jetzt mal durch ein Photon von außen nach oben auf die erste Schale gehoben, sagen wir. Und jetzt wissen wir, dass einfach nach einer bestimmten Zeit, die total unterschiedlich von Atom zu Atom sein kann, es passiert, dass das Elektron wieder runterfällt und beim Runterfallen ein Photon aussendet. Wie gesagt, das nennt man die Spontanemission. Spontanemission, weil es kann jederzeit passieren. Es sind nur statistische Maße, nach welcher Zeit es passiert. Wenn wir hier das Rubinium-Atom nehmen, dann hat es zum Beispiel etwa 0,2 Sekunden, die das Elektron auf der ersten Schale bleibt. Aber dieses etwa 0,2 Sekunden heißt, dass es auch mal eine Sekunde dauern kann oder auch mal nach 0,01 Sekunde ausgesendet wird. Deswegen spontan. Und das Zweite, was spontan ist, ist, dass das Licht in jede mögliche Richtung ausgesendet werden kann. Also wenn das ursprüngliche Photon zum Beispiel von links kam, dass das Elektron gehoben hat, muss es nicht heißen, dass das Photon, das ausgesendet wird, auch nach links geht, sondern es geht eben in irgendeine Richtung. Jetzt gibt es aber auch noch eine zweite Art, wie Atome Photonen aussenden können, und zwar die sogenannte stimulierte Emission. Also nicht spontan, sondern stimuliert, also durch irgendwas angeregte Emission. Und das funktioniert so, dass ein Atom hier ist, das schon im angeregten Zustand ist. Und jetzt kommt nochmal ein Photon her, das genau die Energie hätte, um das Elektron vom E0 ins E1 zu heben. Also das heißt, wenn dieses Elektron im Zustand E0 wäre, könnte es das aufnehmen, das Photon, und wäre dann in E1. Jetzt ist es aber schon in E1 und was hier passiert ist, dass es sich sozusagen abregen lässt, dadurch, dass das zweite Photon kommt. Das heißt, das Photon kommt hier vorbei, klatscht gegen das Elektron fällt runter und sendet dabei auch ein Photon aus. Und dieses Photon hat jetzt natürlich genau dieselbe Energie wie das Photon, das jetzt dahergekommen ist, weil es ja genau die Energie vom Sprung ist. Und da gibt es jetzt zwei besondere Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, das emittierte Photon geht in ganz, ganz genau dieselbe Richtung wie das stimulierende Photon, das halt daherkommt. Und es ist genau in der gleichen Phase. Das heißt, es schwingt genau parallel, wie man hier in dem Bild sehen kann. So, das heißt, die stimulierte Emission hat viel mehr Eigenschaften, die festgelegt sind, als die spontane Emission. Und sie passiert eben nur, wenn ein Photon vorbeikommt. Wir wissen, dass Laserlicht extrem parallel ist, deswegen ist ja der Laserstrahl auch ein so, ja, so genauer Strahl, der sehr, sehr lange parallel bleibt, im Gegensatz zu einer Lampe, wo das Licht auseinanderläuft, man sagt auch divergent ist. Und das liegt nahe, dass es auf dieser stimulierten Emission basiert, weil hier die Photonen alle genau parallel ausgesendet werden. Jetzt schauen wir uns aber an, wie der Laser ganz genau funktioniert. Und zwar, beim Laser ist es so, dass wir die Atome im Grundzustand erstmal haben und jetzt werden sie durch ein Licht von außen nicht auf das Niveau E1 gehoben, sondern wir kriegen ein stärkeres Licht ab, so dass sie auf das Niveau E2 raufgehoben werden. Von E2 fallen sie dann nach sehr, sehr kurzer Zeit, also nach wenigen Mikrosekunden, teilweise runter auf E0, aber großteils fallen sie runter auf E1 tatsächlich. Auf diese Art schaffen wir es, dass wir die Atome in den ersten angeregten Zustand bekommen. Wichtig ist, dass wir sie in den zweiten Zustand bekommen, weil wir wollen, dass das Licht, mit dem wir sie auf den zweiten Zustand heben, nicht auch das Licht ist, das sie stimuliert. Weil wir wollen ja, dass das Laserlicht in eine ganz bestimmte Richtung rausgeht. Und wenn dann dieses stimulierende Licht das Licht wäre, das auch die ganzen Atome wieder abregt, dann würden wir in irgendwelche Richtungen die stimulierte Emission machen. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen sie immer nur, naja, entlang des Lasers haben. Nun zum Aufbau.
In einem stinknormalen Taschenlaser ist ein Rubiniumkristall drin, also wirklich ein kleiner, ja, Rubin, der stabförmig geschliffen ist. Dieser Rubiniumkristall wird dann von einer Lichtspirale umgeben. Das heißt, außenrum ist ein Blitzlicht im Endeffekt gewickelt. Und dieses Blitzlicht erzeugt eben das Licht, das die Atome anregen soll. Also die Atome erst auf das zweite Niveau heben soll, sodass sie dann von selbst auf das erste Niveau abfallen. Und jetzt ist es so, dass wir hier drin ganz, 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 ganz viele Atome haben, die erstmal im Grundzustand sind. Die male ich mal blau an. Und das, was jetzt passiert ist, dass außen dieses Blitzlicht, das ich als Spirale eingezeichnet habe, immer wieder blitzt und dadurch viele, viele Atome auf ein höheres Niveau hebt. Und die markiere ich jetzt hier relativ fett, dass wir das sehen. Das heißt, das Blitzlicht blitzt, 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 bis ein ganz großer Teil angeregt ist. Und das nennt man dann Anregungsinversion. So, jetzt haben wir es also geschafft, dass ganz viele Atome bereit sind, ein Photon loszuschicken, wenn ein passendes Photon an ihnen vorbeikommt. Vorstellen könnt ihr euch das wie ein Raum voller Mausefallen. In dem Raum werden jetzt nach und nach alle Mausefallen aufgezogen und auf jeder Mausefalle ein Tischtennisball gelegt. Und was jetzt passiert ist, dass irgendeines dieser Atome sich abregt. Wir nehmen jetzt mal dieses erste Atom. Das ist also wie eine Mausefalle, die jetzt ihren Tischtennisball plötzlich losschleudert. Also hier ein Photon. Zack. So, daraufhin ist dieses Atom natürlich. Hoppala, jetzt habe ich auch die Lichtspirale weggemacht. Das passt aber ganz gut, weil die war eh im Weg. Daraufhin sendet jedenfalls dieses Atom ein Photon aus. Und dieses Photon hat er jetzt genau die Wellenlänge, die auch die anderen angeregten Atome aussenden würden. Wenn es jetzt hier weiterfliegt und beispielsweise auf dieses Atom trifft, ist es also so, dass dieses Atom auch abgeregt wird und stattdessen zwei parallele Photonen weiterfliegen. Ihr seht schon, die fliegen weiter, knapp an dem vorbei, treffen dann aber dieses dritte Atom hier. Dieses Atom wird daraufhin wieder abgeregt, ist also nicht mehr im angeregten Zustand. Dafür habe ich jetzt drei Photonen, die weitergehen. Und so entsteht eine Photonenwelle aus lauter parallelem Licht, das kohärent, kohärent heißt gleichphasig, also im selben Takt schwingt. Und das ist genau Laserlicht. Ich habe es jetzt schon so eingezeichnet, dass dieses Licht nicht passt, weil ihr seht, dieses Licht würde jetzt hier am Rand des Lasers austreten. Und das ist das Interessante, weswegen Laser so unglaublich ineffizient sind. Der Laser kann erst dann einen Impuls losschicken, wenn es irgendein Photon gibt, das zufällig, weil die erste Emission von diesem ersten Atom, das hier drüben war, die ist ja spontan. Also die geht einfach spontan los und in irgendeine Richtung. Und wenn diese Richtung nicht ganz genau parallel zur Achse ist, also in diese oder in diese Richtung, dann ist es so, dass diese Photonen verloren gehen, weil sie nicht entlang der, ja, Laserachse sind. Das heißt, man wartet jetzt im Endeffekt so lange darauf, bis ein Atom spontan ein Photon emittiert, das genau parallel zum Rubin ist. Und dann werden nach und nach alle Atome abgeregt. Durch das Abregen wird aber auch wieder werden neue Photonen erzeugt, sodass eine ganze Photonen, ja, Welle entsteht. So, und die muss sich aufschaukeln, und das funktioniert, indem die beiden Enden mit Spiegeln versehen sind. Wir sagen, wir wollen jetzt mit diesem Laser das Licht nach rechts rausschicken. Dann wäre es hier so, dass dieses linke Ende des Rubins nicht einfach nur ein abgeschnittenes Stück ist, sondern dass da ein Spiegel aufgedampft wäre. Und zwar einer, der möglichst 100% des Laserlichts wieder reflektiert. Die andere Seite ist die Seite, die ja das Licht rauslassen soll. Deswegen ist hier ein Spiegel, der zwar auch einen Großteil des Lichts reflektiert, in etwa tatsächlich 98%, aber 2% kann der durchlassen. So, das heißt,
Wir haben jetzt eine spontane Emission, die wirklich parallel zum Rubin das Licht aussendet. Also der hier wird abgeregt und stattdessen entsteht ein Photon. So, dieses Photon zieht jetzt seine Welle nach sich, trifft hier auf das nächste, wie wir schon gesehen haben, und verdoppelt sich so und so weiter, bis wir eine fette Welle haben. Wir haben es jetzt also bis zum rechten Ende des Rubins geschafft, dass wir schon eine sehr große Photonenwelle haben. Von der wir gehen jetzt 2% durch den Spiegel durch, das ist unser Laserlicht. So, der Rest wird aber reflektiert. Und ihr seht, wir haben hier noch Atome übrig gelassen, weil alle werden nicht abgeregt. Und deswegen kann der jetzt auch beim Rücklauf wieder Atome abregen und sich dadurch weiter vermehren. Und das ist eben wieder genau der Effekt wie im Raum voller Mausefallen. Wir haben eine Mausefalle gestartet. Diese Mausefalle schießt ihren Tischtennisball los. Dieser Tischtennisball trifft auf eine andere Mausefalle. Die schickt dann wieder, die geht los, schickt wieder ihren Tischtennisball los und so weiter, bis ganz viele Tischtennisbälle, also hier Photonen, im Raum sind. Und die treffen dann auf ganz viele angeregte Mausefallen, die danach abgeregt sind. Und solange genug Mausefallen angeregt sind, also im Fall der Mausefalle aufgezogen sind, wird dieser Prozess immer weitergehen, weil die ja immer wieder neue Tischtennisbälle losschicken. Und erst wenn, sagen wir mal, die Hälfte der Mausefallen abgeregt ist, wird es langsam zum Erliegen kommen, weil ganz viele der Tischtennisbälle dann auf Mausefallen treffen, die schon ausgelöst wurden. Das heißt, hier müssen wir auch schauen, dass nicht zu viele Atome abgeregt sind, weil sonst irgendwann der Prozess zum Erliegen kommt. Und deswegen habe ich hier draußen das Blitzlicht. Das Blitzlicht blitzt die ganze Zeit weiter und regt dadurch immer wieder Atome an, sodass wir immer eine Inversionsbesetzung von mindestens 50% haben, sodass auch beim Rücklauf von den Photonen wieder genug Atome da sind, die abgeregt werden können und diese Photonenwelle sich immer weiter aufschaukelt. Irgendwann ist die Leistungsgrenze des Lasers erreicht und es sind so viele Photonen unterwegs, dass das Blitzlicht von außen nicht mehr genug Atome anregen kann, dass der Prozess noch weiter verstärkt wird. Das ist aber okay, weil so ein Laser muss ja auch irgendwann eine Leistungsgrenze haben und darf sich nicht unendlich hoch aufschaukeln. Genau. Das war das Prinzip des Lasers. Der Effekt ist eben noch viel, viel stärker, weil wir auf der anderen Seite den Spiegel haben und sich dadurch die Photonenwelle wirklich ganz oft aufschaukelt. Im Durchschnitt ist es so, dass die 2000 Mal durchgehen erst, also die Photonen von links nach rechts, bis man die normale Laserstärke erreicht hat. Genau. Und jetzt tatsächlich noch ein Sicherheitshinweis zu Lasern. Laser sind prinzipiell immer zu stark. Also es gibt an sich keinen Laser, der so schwach wäre, dass er eurem Auge nicht schaden würde. Das heißt, selbst wenn ihr so einen Taschenlaser habt, dann würde der die Augen anderer oder auch von euch zerstören können, wenn ihr den Leuten ins Auge leuchtet. Obwohl ihr denkt, ach, der ist ungefährlich, weil der ist ja frei verkäuflich und hat zu wenig Energie. Der Punkt ist aber, dass die extra vorne beim Spiegel ein Bauteil drin haben, das das Laserlicht ganz stark abschwächt. Jetzt ist es aber ganz oft so, dass dieses Bauteil schlecht verbaut wird, weil die meisten Leute testen das nicht. Und bei billigen Lasern wird halt genau da gespart. Das heißt, dieses Bauteil ist genau das Bauteil, das am häufigsten kaputt ist. Und aus diesem Grund dürft ihr bitte auf keinen Fall auch mit normalen billigen Lasern anderen ins Auge leuchten, weil wenn dieses Bauteil kaputt ist, ist dieser Laser total gefährlich und kann die Augen, also die Netzhaut, von anderen oder von euch selber zerstören. Das heißt, nie, nie, nie mit Lasern spielen, weil es eine ganz dicke Photonenwelle ist, die wir hier gesehen haben, die dann auf einmal aufs Auge trifft, weil sie parallel ist, trifft all dieses Licht, also alle diese Milliarden Photonen auf dieselbe Stelle im Auge und dann wird diese Stelle im Auge verbrannt. Tschüss, bis zum nächsten Video.